Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Alan Quartermain, the master of adventure, has teamed up with the most unlikely partner. America's about 6,000 miles that way. To pursue the dream of a lifetime. It's dangerous and it's crazy. And it's what I've got to do. Gold streets of it. They're searching for the long-lost treasure of an ancient civilization. By a mad tyrant and his ruthless warriors. The odds are against them, and that's the way they like it. Richard Chamberlain, Sharon Stone and James Earl Jones. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 416 des Bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Daniel. Hallo. Hallihallo. Man könnte jetzt hier an dieser Stelle irgendein komisches Filmzitat einfügen, wenn ich mich nur an eins erinnern könnte. Ich glaube, ich komme an den Film erinnern, ehrlich gesagt, weil ein kleiner Blick hinter die Kulissen sei gestattet. Wir nehmen das hier deutlich später auf, als wir es eigentlich vorgehabt hatten, weil etwas dazwischen kam. Dinge, das echte Leben da draußen. Und ich habe den Film, also einen der beiden Filme, über die wir heute Abend sprechen, nämlich Quartermain 2 auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt, mittlerweile vor 10, 11 Tagen gesehen. Ich kann mich wirklich kaum noch dran erinnern. Ja. Ich glaube, dir geht's besser da. Nee, überhaupt nicht. Aber das Schlimme ist, ich habe den Film vor vielen, 34 Jahren sehr, sehr häufig gesehen und konnte mich nicht dran erinnern. Also es muss irgendwie am Film liegen. Wir sprechen über eben diesen jeden welchen mit Richard Chamberlain und Sharon Stone in der Hauptrolle. Und weil man auf einer Sharon Stone nicht stehen kann, reden wir gleich noch über einen zweiten Film mit ihr in einer der Hauptrollen, nämlich Cold Steel aus dem Jahre 1987. Der kam wenige Monate nach Quartermain 2 raus und ich glaube, wenige Wochen vor Police Academy 4, also eine sehr gute Zeit für Sharon Stone. Ja, total. Ne? Also quasi zumindest produktiv war sie in diesem Jahr. Ja. Ob das jetzt alles so Hand und Fuß hat, was sie da abgeliefert hat in diesem Jahr, ist jetzt eine ganz, ganz andere Frage. Der werden wir nachgehen. Mhm. Nachdem wir die Inhaltsangabe vorgelesen haben und ich baue mal auf Moonshade, ich hoffe, es ist Moonshade und es ist Moonshade, ja. Er schreibt bei der UFDP zu Quartermain auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt. Eigentlich könnte der Abenteurer Alan Quartermain ja mit seiner geliebten Jessie endlich zur Amerikafahrt aufbrechen, doch dann erscheint auf seinem Besitz ein halbtoter Forscher, der von maskierten Jägern verfolgt wird. Dessen Expedition hat angeblich die tief im Dschungel verborgen lebende weiße Rasse gefunden, von der nur in Sagen berichtet wird. Mit Jessie und dem hünenhaften Axtschwinger. Ach du Scheiße, Umslopogas. James Earl Jones, der übrigens hier der Einzige, den Moonshade in seiner Inhaltsangabe namentlich nennt, den Schauspieler, was gut ist, weil James Earl Jones ist toll, macht sich Quartermain auf den Weg und wird tatsächlich fündig. Doch die weiße Rasse, ich will immer Eloy sagen, steht unter der Knute eines religiösen Opferkults, der die Stadt mit den goldenen Dächern zum Ort des Schreckens machen. So weit, womit auch, glaube ich, der Cast vollumfänglich in Relevanz genannt ist, hinzufügen möchte noch Henry Silver als Bösewicht Argon und Robert Donner als Swarmer. Richtig, genau. Regie führte ein Herr namens Gary Nelson, übernimmt die Regie von J. Lee Thompson, der den ersten Teil inszeniert hat, der parallel produziert wurde von Ken und dann einfach erstmal ein Jahr aufs Brett, aufs Regal, auf den Regalboden gestellt wurde, bis es zu seiner Veröffentlichung kam. So. Ja. Und dann wurde es aber auch so verkauft, als ob das so geplant war, die Filme eben auch genau praktisch 100 Jahre nach der Veröffentlichung der Bücher von H. Rider Haggard in die Kinos zu bringen. Was ja erstmal eine nette Idee ist. Ja. Das hätte ich dazu sagen sollen. Es handelt sich hier tatsächlich um eine Literaturverfilmung, also große Kinokunst heute Abend, produziert von Canon Films. Mhm. Ja. Unter der strikten Hand von Joram Globus und Menachem Golan. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner persönlichen Geschichte mit dem Film. Ich höre raus, du hast den Film schon häufiger gesehen. Ja, ist ja nun keine größere Neuigkeit, dass ich eben sehr, sehr oft auf Abenteuerfilme stehe, jeglicher Couleur. Und meine
Kindheit habe ich eben ganz, ganz viel mit all den Johnny Weissmüller Tarzans und irgendwelchen Großwildjägern und was nicht alles verbracht. Fand ich halt immer alles ganz, ganz toll und ganz wundervoll. Und halt dann Anfang der 80er die Indiana Jones Sachen rauskamen, war ich sehr heiß drauf, soweit es mir bewusst war, also spätestens beim Tempel des Todes. Aber ich war halt immer zu jung. Und ich konnte die halt auch nicht im Kino sehen. Und die Filme waren dann ja auch eine Weile nicht im Kino, bis dann eben Spielberg halt mit dem letzten Kreuzzug um die Ecke kam. Und ich war aber sehr, sehr hungrig nach, sagen wir mal, aktuelleren Filmen, naja, in diesem Genre halt. Die Quartermain-Filme kamen mir da sehr zu Pass. Es war, also ja? die waren, ich meine, nicht, dass ich die im Kino gesehen hätte, wohl gemerkt, aber die waren eben offenkundig so billig, dass sie halt sehr, sehr schnell im Fernsehen gelaufen sind und dann auch sehr häufig. Und ich fand das halt, diese beiden Quartermain-Filme mit Richard Chamberlain sind eben ganz, ganz deutliche Indiana Jones-Plagiate. Also angefangen beim Look von Quartermain, über die Musik, also vor allem natürlich im ersten Film, als es halt noch Jerry Goldsmith war und hier für den zweiten Film haben sie zumindest das Hauptthema so häufig angespielt, dass man gar nicht feststellt, dass jemand anders die Musik für den Rest gemacht hat. Ja. Die Art und Weise, wie sie halt damit umgehen, wie sie sich eben auf diese ganzen Sachen beziehen und all das, das ist halt schon sehr, sehr sehr, sehr deutlich, dass sie halt in diesem Fahrwasser schwimmen wollten. Und mir passte das sehr gut, weil wir das Original konnte ich oder durfte ich oder ging halt nicht zu sehen. Und die waren halt sehr leicht verfügbar. Ja. Das ist halt so die Basis meiner Geschichte. Und dann ist natürlich auch so, Richard Chamberlain war natürlich auch eine Figur oder ein Typus, der halt in den frühen 80ern oder eben natürlich auch hier in den ausgehenden 80ern immer noch durchaus bekannt war, allein durch die Dornvögel und durch zum Beispiel auch seine Teilnahme an den Richard Lester Musketierfilmen, die ich eben auch ganz furchtbar häufig gesehen habe, weil ich die so geliebt habe. Das heißt also, ein sympathischer, bekannter Schauspieler, der eben in einer Rolle unterwegs war, die es eben auch in 100.000 verschiedenen Fassungen gab. Es gab auch die Stuart Granger-Fassung von König Salomons Minen und sowas. Also da kam eben ganz, ganz viel zusammen und dann war das eben für mich als 12-Jährigen eben auch alles durchaus sehr spannend und total schlüssig und voll gut und so. Und ich weiß immer noch, den ersten mochte ich immer lieber. Aber der zweite gehörte halt dazu, weil halt die Geschichte weitererzählt wurde. Also dementsprechend habe ich den halt meistens im Tandem mir angeguckt. Und das auch gar nicht weiter hinterfragt. Und dann haben wir aber auch irgendwann dann auch mal sein gelassen und jetzt eben ganz, 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 ganz lange auch gar nicht mehr angefasst. Ich hatte mir dann so eine DVD-Box gekauft mit beiden Filmen drin. Naja, das muss etwa zur selben Zeit gewesen sein, als der vierte Indiana Jones-Film in die Kinos kam. Wiederum so gut wie nicht angefasst, bis wir dann vor ein paar Jahren über den ersten gesprochen haben. Da hatte ich keine Lust mehr. Dann habe ich den zweiten quasi jetzt so liegen lassen bis letzte Woche. Ja, Spoiler für unser Gespräch für alle Menschen, die das noch nicht gehört haben, von vor 9 oder so Jahren, wir fanden den ersten Teil nicht besonders gut. Nee. Beim Wiedersehen. Ich habe mir so eine schöne Doppel-Blu-Ray-Box bestellt von Koch. Ich habe dafür Geld bezahlt. Also das ist keine hier unbezahlte Werbung für Koch. Also ich habe dafür Geld gelöhnt und insofern kann ich auch ganz ehrlich sagen, was ich von den beiden Filmen halte und das ist nicht allzu viel. Aber ich habe die eben auch aus so einer nostalgischen Verbundenheit den Filmen gegenüber oder aus so einer vermeintlichen nostalgischen Verbundenheit den beiden Filmen gegenüber gekauft, weil ich dachte, naja, da wird ja noch was dran sein. Und unser Gespräch über den ersten Teil war jetzt eben auch schon so lange her, dass ich dachte, den kannst du dir noch mal geben. Habe ich bis dato nicht getan noch einmal, aber ich habe jetzt eben den zweiten noch mal angeguckt und er sieht schon ganz hübsch aus, muss man sagen. Also nicht über die Maßen gut, muss man sagen. Das ist ein ordentliches HD-Master, aber wenn man den irgendwo noch da rumliegen hat auf DVD von Anno Dings, ist das, glaube ich, vollkommen ausreichend. Die deutsche Synchro ist ganz hübsch. Ich glaube, darauf kam es mir auch ein bisschen an, weil das tatsächlich einfach die Fassung ist, die ich als Kind verinnerlicht habe und
Ansonsten kann ich dir nur beipflichten. Ich war eben ein paar Jahre jünger, wie ich mein ganzes Leben lang einfach ein paar Jahre jünger immer sein werde als du, damals, als die im Fernsehen liefen. Aber meine Eltern ließen mich die auch gucken, weil eben Richard Chamberlain damit spielte und die deswegen auch gar nicht hinterfragt, dass es möglicherweise gewalttätige, rassistische Kackscheiße ist. Und das war eben dann okay. Das war eben der Priester aus den Dornenvögeln. Dadurch hatte das eben so ein bisschen die Patina gehobener Unterhaltung, möchte ich sagen, auch ja. wenn sie es eben nicht war. Aber Richard ja. Chamberlain spielte mit. Die Fassung, glaube ich, die im Nachmittagsprogramm dann auch lief, in irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender oder einem dritten Programm, die war dann auch stark gekürzt, meine ich. Und da war dann auch nicht mehr so viel Böses dran. Ich konnte tatsächlich den ersten vom zweiten Teil nicht unterscheiden. Ich glaube aber auch, genau wie du es beschrieben hast, dass die relativ früh im Fernsehen liefen, einfach weil die Kinoauswertung vielleicht nicht so viel hergab. Was weiß ich, was für Beweggründe dahinter stand. Aber ich habe die auch sehr, sehr oft gesehen, auch auf Video aufgezeichnet. Und ich muss sagen, obwohl ich die nicht so toll fand, habe ich mir auch immer gedacht, das gute Alte, wir hatten ja nichts gedacht. Weil also es war unglaublich schwierig, an die echten Indiana Jones Filme ranzukommen. Für eine gewisse Zeit, bis ich Zugang zu Privatfernsehen hatten, wo die dann auch liefen. Und ja, ja. bis dahin hatte ich dann eben hier meine beiden Ollen Quartermains. Ja. Ollen Ellen Quartermains. Und die geguckt. Ja, im Prinzip. Ich glaube, aber damit, ja, im Prinzip, also wenn man es ganz genau nimmt, es ist so ein bisschen wie das, was The Asylum gemacht hat vor 10 Jahren oder so. Bisschen weniger Tongen Cheek, die Zunge in der Backe. Oder so. Ja, okay, zugegeben, aber ne, wir nehmen Figuren aus der und Geschichten aus öffentlicher Hand quasi, ja, wo das Copyright abgelaufen ist vor 100 Jahren, machen was draus, was ein aktuelles Publikum gerne haben möchte, weil die möchten gerne mehr vom selben. Und genau das ist das, was Canon hier gemacht hat. Man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, also der erste ist, ich finde den ersten noch ganz hübsch und der zweite hat auch durchaus ein paar Schauwerte und die beiden Filme sehen nicht billig produziert aus. Sie sind keine, also mit Ausnahme von ein oder zwei Setpieces, die vielleicht ein bisschen interessanter hätten ausgeleuchtet werden können oder so, damit sie vielleicht nicht ganz so nach Pappmaché aussehen, ist es aber schon, also die Filme bieten ein bisschen was für ihr Geld. Also das ist schon okay. Also, ein interessanterer Regisseur wäre vielleicht auch noch interessanter gewesen. Ne? Aber nochmal, das ist eigentlich keine hingerotzte Videothekenkunst. Ja? Nee, es war der Kinofilm. Nein. Richtig. Und sie sehen größtenteils eben auch so aus. Und so. Ich glaube, die Problematik des Films ist an ganz anderen Stellen zu suchen und vielleicht auch zu finden. Aber es ist eben auch so, dass der Film, um das auch aufzunehmen, was du gerade über deine Eltern und die Erlaubnis, diese Filme zu sehen, gesagt hast, nämlich die Filme sind ja auch geadelt mit bekannten Schauspielern. Ja, und Richard Chamberlain ist halt der eine, Sharon Stone zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig. Sharon Stone aber, zu dem Zeitpunkt ist halt die Frau aus dem ersten Quartermain. Richtig, genau. Ne? Aber eben natürlich James Earl Jones jetzt hier im zweiten oder John Rhys Davies und Herbert Lom im ersten und so. Mhm. Und also da sind ja durchaus so Leute drin, bei denen halt das Publikum der 80er gesagt hat, ach Mensch, ja. Den kenne ich doch. Ne? Also John Rhys Davies direkt aus Indiana Jones beispielsweise und Herbert Lom natürlich aus den Pink Panther Filmen. Und so, und dann sagst du, ja, das sind ja Schauspieler. Ja, klar. Ne? Und Henry Silver ist ja auch nicht wegzudenken gewesen aus all diesen, aus allen Filmen im Prinzip. Ich glaube, wir hatten ihn alleine 5-mal allein in diesem Jahr. Also auf die Art und Weise adelt sich das halt natürlich. Und man darf ja auch nicht ganz vergessen, Quartermain ist ja durchaus eine verhältnismäßig bekannte Figur gewesen, auch damals. Der natürlich auch gerne zitiert wurde in der Rezeption von Indiana Jones, weil das eben natürlich genau in diesem der Historie zu sehen ist und so. Also es ist eben auch alles auf dem Papier überhaupt nicht falsch und ich muss ja auch sagen, wird noch ja nach dem Gespräch von damals hatte ich ihm keine richtige Lust und jetzt nach der Sichtung von dem hier, denke ich mir, die bleiben jetzt auch die nächsten 10 Jahre mindestens irgendwie im Schrank. Aber ich kann ja trotzdem nicht ganz verhehlen, dass auf irgendeiner obskuren Ebene mich spricht halt das Genre halt weiterhin so an.
Und deswegen kann ich den beiden Filmen eigentlich auch gar nicht böse sein dafür, dass sie eben nicht so gut sind wie andere aus dem Bereich. Aber ich glaube tatsächlich, was man ihnen dringendst vorwerfen muss, ist, dass das, was sie da tun, nicht reflektiert genug ist. Die haben keine Ahnung, was sie da machen. Ich habe die Bücher von H. Rider Haggard nie gelesen. Sind die, hast du das Gefühl, oder ich, zuerst die Frage, hast du mal reingelesen? Ja, klar, ja. Ich meine, sind die einigermaßen werkgetreu, möchte ich sagen? Naja, so werkgetreu wie eine Canon-Produktion aus den 80ern sein kann, glaube ich. Nicht so genau, was die flotten Sprüche betrifft, aber sowas die Tonalität, die grundsätzlich betrifft und auch die Art und Weise, wie eben indigene Völker und die Flora und Fauna gezeichnet werden. Gar nicht. Also sagen wir mal, Haggard ist natürlich, er kommt natürlich aus einer ganz anderen Zeit und es ist natürlich die große Phase des britischen Empires, eben natürlich in Indien, aber eben auch in Afrika. Damit, wie soll ich sagen, schließt er die Reihen zu eben auch Leuten wie H.G. Wells und so. Aber genauso auch wie Wells ist er auch interessierter, alles in allem. Okay. Also ich glaube, diese kolonialistische, sehr kolonialistische Blick auf das Leben in Afrika und so lässt sich nicht völlig verhehlen, aber er hat halt schon einen deutlich, also er kommt halt im Prinzip aus dieser Reiseliteratur, wenn man so möchte. Das heißt, also es ist ihm viel, viel wichtiger zu beschreiben, wie es da aussieht und wie Flora und Fauna funktionieren und wie eben irgendwelche Stammesrituale vonstatten gehen und all das, um eben im Prinzip sein lesendes Publikum in England zu informieren. Und da sind sicherlich auch Färbungen drin, aber sie sind eben nicht bösartig. Das ist, also er tappt auch nicht in die wilde Edler Falle, so sehr wie zum Beispiel jemand wie Karl May oder sowas. Wobei das natürlich mit Figuren wie eben um Slopogas durchaus in gewisser Weise vorhanden ist. Aber er kritisiert eben auch ganz, ganz stark den weißen Einfluss in Afrika beispielsweise. Und viele seiner Hauptfiguren sind eben sind indigen. Und all das, also die Literatur von H. Rider Haggard ist halt nicht, hier kommen die zivilisierten Engländer und jetzt zeigen sie den wilden Schwarzen mal, wie echtes Menschsein funktioniert oder sowas. Mhm. So ist er halt überhaupt nicht drauf. Mhm. Das macht also die Sache, ich finde seinen Schreibstil heutzutage ein bisschen trocken und ein bisschen langweilig. Das hat aber eben auch wirklich was damit zu tun, dass er eben diese Reiseliteratur mehr oder weniger widerspiegelt. Aber es ist alles lesbar, ohne dass man Pickel bekommt. Okay. Weil meine Frage zielt natürlich darauf hinaus, auf den Erkenntnisgewinn. Meinerseits ist der Film oder die Literatur von ihm aus heutiger Perspektive genauso rückschrittig, wie es eben die Verfilmung ist, hier durch Canon-Films. Und nach all dem, was du mir erzählst, scheinen die literarischen Vorlagen eine reflektiertere Haltung zu haben als dieser Film. Ja. Ich war eben überrascht jetzt bei diesem Wiedersehen, und das gilt jetzt nicht erst nur fürs Jahr 2022, sondern galt eben auch für 1987, ich war überrascht davon, wie es jemand wagen konnte, einen so unverhohlen, rassistischen, einseitigen Blick auf fremde Kulturen und Völker zu werfen. Ja, ja. Selbst mit dem Augenzwinkern und sicher doch von den Nachwehen des Kolonialismus zehrenden Figur wie Alan Quatermain ja an der Spitze des Cast, ist der Blick hier auf das, was wir präsentiert bekommen, die Welt, durch die er da schreitet und in der eben diese Stadt, diese goldene Stadt entdeckt, die ist so krass rückschrittig und auch mit welchen Mitteln das inszeniert ist. Also hier mit Leuten im Brownface und also es ist wirklich unangenehm. Ist es ja auch. Und ich weiß, wir sind öfter in diesem Podcast an diesem Punkt, wo da Menschen kommen und sagen, ihr linksradikal versifftes Pack und warum erwähnt ihr das überhaupt? Aber mit Sprachfehlern. Aber hier ist es eben wirklich so front and center, dass es mir mehrfach unangenehm aufstieß. Deswegen interessiert mich einfach, was du über die dazugehörige Literatur sagst, weil ich konnte mir auch bei Best Willen nicht vorstellen, viktorianisches England hin oder her. Also das ist tatsächlich auch seltsam, ne? Das hatten wir aber auch schon bei dem ersten Film, dass eben die beiden Filme, das halt um 20, 30 Jahre
nach vorne verlegen quasi, oder später verlegen. Und ich vermute mal, dass das eben auch wieder ein Indiana Jones Ding ist, ne? weil dann kannst du eben Autoverfolgungsjagden haben und Doppeldecker und böse Deutsche. Jetzt sind zwar keine Nazis, aber die waren ja im Ersten Weltkrieg auch in Afrika unterwegs und so. Also von daher, ne, so halt, mag dem geschuldet sein. Nein, nein, aber wie hat das ist, also ist jetzt auch ehrlicherweise, würde sagen, 25 Jahre her, dass ich in die Haggard-Bücher reingelesen habe. Von daher weiß ich nicht so genau, mag auch sein, dass ich damals die Sachen etwas anders gesehen habe, aber zumindest ist mir das nicht so übel aufgestoßen, ganz im Gegenteil. Also er hat halt viel, viel größeres Interesse. Also es liest sich tatsächlich interessierter. Ich glaube, das Wort, was du jetzt mehrfach eingeworfen hast, hat einen neugierigen, interessierten Blick eben auf diese Kulturen und das. Anders als zum Beispiel Rice Burroughs. Ja. Die Tarzan-Geschichten habe ich auch vor ein paar Jahren mal wieder gelesen. Und das sind doch tolle Abenteuergeschichten, nichts dran zu deuteln. Aber wie er eben, also wie der Autor eben auf die Stämme guckt, mit denen sich Tarzan eben nicht in irgendeiner Form befreundet, weil er als weißer Gott gehandelt wird, weil er auch so toll ist, weil er ist ja quasi Superman im Lendenshorts. Das ist schon ein bisschen unangenehmer alles in allem und einfach viel, viel deutlicher kolonialistisch als das, was eben die Quartermain-Bücher sind und auch die anderen Romane aus der Reihe. Ich habe auch vieles verdrängt, ehrlich gesagt, aus dieser Zeit. Gerade aus der Zeit eben des britischen oder europäischen, das gilt ja für die Franzosen, Spanier, Deutsche genauso, Kolonialismus, gerade in afrikanischen Ländern. Man verdrängt das immer gerne, gerade mit so einem Blick auf Abenteuerfilme, die man einfach ein bisschen auch unberührt davon, von unangenehmen Erinnerungen an das, was in Geschichtsbüchern steht, genießen möchte. Aber ich habe vor einigen Tagen auch nochmal die sehr empfehlenswerte Spielfilmlage-Dokumentation gesehen auf Arte, Menschenzoos. Ich glaube, die gibt es immer noch in der Mediathek. Und eben auch Bilder davon gesehen, wie die in Hagenbecks Tierpark um die Jahrhundertwende einfach australische Aborigines ausgestellt haben. Also Menschen quasi deportiert haben, um sie da wie Tiere auszustellen. Und ich dachte, das ist so widerlich. Ich habe ja überhaupt kein Bild davon gemacht, wie ekelhaft diese Zeit einfach war. Und ich möchte immer Schriftstellenden, also schreibenden Menschen der schreibenden Zunft immer so eine bisschen bessere Attitüde gegenüber solchen Dingen beimessen und hoffen, dass eben Haggard da darüber stand und meinte, okay, ich werfe, wenn schon nicht einen besonders aufgeklärten, zumindest interessierten Blick auf solche Kulturen, die eben nicht meine sind. Aber ich hätte ja auch falsch liegen können. Deswegen habe ich jetzt wirklich auch die Antwort auf die Frage interessiert. Ja, natürlich. Aber der Film ist einfach Menschenzoos. Also das Alan Quartermain 2. Ja, also sagen wir mal gerade, was du über Hagenbeck da gerade gesagt hattest, also damit, das ist mir auch im Studium logischerweise, ist mir zum ersten Mal aufgefallen und war ich eben aber auch gerade in der, ich war ja in der Bibliothek der Theaterwissenschaft eine Weile angestellt und da hatten wir halt alle möglichen Sammlungen und eben auch Fotos eben genau aus diesen Bereichen, weil meine Professorin eben auch sich sehr interessiert hat überhaupt für performative Dinge, die eben nicht unbedingt was mit dem Theater oder Kino zu tun hatten. Und dann hatten wir eben die ganze Freakshow-Geschichten und eben auch so eine Völkerschau-Sachen und sowas. Ich glaube, um P.T. Barnum geht es auch in der Dokumentation. Ja, natürlich. Ich habe neulich The Greatest Showman gesehen. Cringy. Ja, das ist. Aber es ist Geschichte neu geschrieben. Ja. Das ist alles nicht schön. Aber es ist eben auch dummerweise so, wenn man halt sich über solche Sachen unterhält, und das habe ich eben dann auch wiederum im Studium feststellen müssen, weil ich eben ja nun auch englische Literatur hatte und da geht es natürlich auch sehr viel darum, was eben zum Beispiel postkolonialistische Schriftsteller darüber sagen, die eben natürlich einfach in Regionen aufgewachsen sind, die eben bis heute quasi die Auswüchse spüren, ob das jetzt Jamaika ist oder andere Dinge, andere Orte des Commonwealth und sowas. Und wie eben, wie stark eben das geprägt wird, selbst wenn es eben nicht mehr aktuell ist. Und ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, und deswegen sagte ich eben auch, dass Haggard eben interessiert ist an diesen Dingen, ist eben der Blick darauf. Und man kann es natürlich nicht schön reden, also auch zum Beispiel eben diese Völkerschau-Geschichten, aber man muss, glaube ich, um das zu beurteilen, muss man immer so ein kleines bisschen den Schritt zurück machen und sagen, okay, was
woher kommt das? Warum haben die Leute gedacht, dass es in Ordnung sei? Was sollte das bringen? Beziehungsweise wie wurde damit umgegangen und welchen Wert hatte es, um dann natürlich auch fragen zu können, was hat das mit den Leuten gemacht? Ne? Also sollte man ja nicht vergessen, aber es ist eben auch so, dass man halt nicht ganz vergessen darf, das ist uninformiert und es ist kurzsichtig und es ist eben auch vor allem sehr, nennen wir es mal, herrenrassig gedacht. Ja? Ja. Aber es ist vermutlich nicht bösartig. Dahinter steckt immer, vielleicht ist es sogar noch perfider als das, weil dahinter steckt halt immer so dieses Gefühl, also gerade natürlich das britische Empire hat sich halt gerne genau in diese Position halt manövriert, in der sie gesagt haben, die kleinen Inder, ja, oder die armen Schwarzen, die wissen es ja nicht besser, ne? Die müssen jetzt an die Hand genommen werden von uns zivilisierten, schlauen, großmächtigen Weißen. Ja, das sind also praktisch behandelt wie Kinder, die in irgendeiner Form von sehr autoritären Eltern, ja, wie sagte ich vorhin, ins Menschsein gebracht werden sollen. Mhm. Ja. Und da haben die sich halt einfach auch nichts Böses bei gedacht, ganz im Gegenteil. Und dann haben sie dazu eben auch noch wissenschaftliches Interesse noch hinzugefügt und dann hattest du halt so eine merkwürdige Suppe, die aus unserer heutigen Sicht natürlich gar nicht geht. Ja. Ja. Aber wie gesagt, und ich glaube, wenn du eben mit den Leuten sprechen könntest, die eben damals eben so Literatur geschrieben haben oder eben die Freakshows oder Völkerschauen organisiert haben, dann wirst du vermutlich herausgefunden haben, dass die eben ja gedacht haben, oh, wir informieren hier oder aber wir behandeln sie doch gut, ne? Das sind doch unsere Schwarzen quasi, ja? Das ist im Prinzip eine ähnliche Debatte oder zumindest argumentativ ähnlich wie das, was man vor einiger Zeit eben auch hatte in den Südstaaten, also in den amerikanischen Südstaaten, denen sie behauptet haben, irgendwie, die haben sich doch um ihre Sklaven gekümmert. Ja, ja. Ne? Und das ist halt, das ist alles sehr unangenehm und so, aber man darf es, glaube ich, nicht völlig aus dem Kopf nehmen beim sich darüber aufregen über die Umstände von vor 100, 150 Jahren. Oh meine Güte, nee, so weit würde ich auch gar nicht gehen. Aber, ich denke aber bloß. Genau. Ja. Aber, wollte ich noch hinzufügen, das rechtfertigt nicht, was der Film hier tut. Okay, wir sollten auch zu Filmen kommen tatsächlich. Ich wünschte eben, der Film hätte diesen hegemonialen, aus meiner Sicht, zeitgenössischen Sicht, aber ich fand das damals als Kind schon nicht besonders toll, relativ widerwärtigen, diese widerwärtige Haltung ein bisschen abgelegt oder die zumindest, was hast du vorhin gesagt, ein bisschen, man wäre das ein bisschen reflektierter angegangen. Ja. Das ist schon so ein bisschen eklig. Ich stimme dir ansonsten natürlich in allen Punkten bei, wobei ich glaube, dass natürlich die allergrößten Schurken der Menschheitsgeschichte sich selber nie als Schurken sehen. Das ist auch selbstverständlich und ich bin mir sicher, dass Herr Hagenbeck gesagt hat, das ist eine tolle Sache und wir informieren die Menschen, nur leider hat er dann 16 Leute verschleppt und zwei davon sind im Leben zurückgekehrt und voller Krankheiten mit einer europäischen Grippe, die dann den Rest ihres Stammes ausgerottet hat und jetzt sind alle tot. So, fuck Hagenbecks Tierpark, aber ganz ehrlich. Wollt ihr eh nie mehr rein, wenn ihr diese Art der Dokumentation gesehen habt. Alan Quatermain. Ja. Auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt. Guter Film, ja oder nein? Grundsätzlich gesagt, nein. Mir hat in dem Film ganz, ganz vieles nicht gefallen und ich glaube, das größte Problem so als Filmfilm, jetzt mal ungeachtet von seiner ekelhaften Haltung hier und da, ist einfach das, und das hat er gemein mit Cold Steel, über den wir gleich noch sprechen, er hat einen wirklich mega unsympathischen Protagonisten einfach. Mhm. Ich finde, die Quatermain-Filme würden immens davon profitieren, wenn der Titelheld einfach nicht so ein Arschloch wäre. Mhm. Aber das siehst du sicher etwas differenzierter, gerade mit Blick auf die Romane. Ich bin erstaunt davon, wie er Leute dazu bewegen kann, das zu tun, was sie tun. Alle untergeben sich irgendwie seiner magnetischen, majestätischen, wie auch immer, allwissenden Aura. Also er ist unglaublich gut dazu in der Lage, Menschen dazu zu bewegen, das zu tun, was er gerade im Sinn hat und Leute mit dem, was er tut, zu beeindrucken. Und ich saß das öfteren davor und guckte diesen Film und dachte mir, wie hat er jetzt hier Sharon Stone, also Jesse, rumgekriegt, das zu tun, was sie da tut? Wie schafft er es mit ein paar kleinen Böllern den Stammeshäuptling so zu beeindrucken mit dem miesen Taschenspielertrick. Wie schafft er das? Immer und immer wieder. Ein gnädiges Drehbuch, würde ich mal sagen. Ich finde Richard Chamberlain Darstellung gar nicht so schlimm. Ich glaube, ich weiß, was sie wollen. Ich glaube, er soll halt vor allem jovial sein. Und ich glaube, das macht er ganz gut, weil er ist Richard Chamberlain. Ja.
Du willst doch keinen jovialen Abenteurer. Das ist in der Tat, das ist ein Problem, natürlich, klar. Also ich hab schon das Gefühl, ich meine, Richard Chamberlain ist eben, war immer sehr suave. Findest du seine Darbietung nicht auch ein bisschen, ja, aber er ist auch ein bisschen müde, ja, hier, oder? Ja, doch, durchaus, sicherlich. Aber ich sehe halt durchaus was durchblitzen wie eben Aramis in den Musketierfilmen und sowas. Und es ist schon okay. Ich finde das alles gar nicht so weiter schlimm. Sie wollen halt mehr Han Solo haben als Indiana Jones, glaube ich. Und so, und ich vielleicht, um dich auch ein ganz kleines bisschen zumindest abzugrenzen. Ich glaube halt vor allem drehbuchseitig sind da etliche Probleme, weil bestimmte Dinge werden einfach zu leicht gelöst oder eben einfach, sie werden einfach weggeschrieben, weil Quartermain ist eben nun mal Quartermain und dann wird eben auch nicht weiter nachgefragt. So richtige dramatische Momente gibt es eigentlich nicht, obwohl es genug Setpieces dafür gibt. Es ist ja auch ganz deutlich zum Beispiel, dass Sharon Stone halt irgendwie so eine seltsame Mischung aus Willy sein soll, wenn sie kreischt, und eben hier Marion Ravenwood, ja, aus Raiders und so, wenn sie dann eben auch mal tatsächlich zu lang darf oder aber auch einfach mal was weiß zum Beispiel und so. Also es ist, fangen wir mal ganz vorne an. Ich finde es tatsächlich verhältnismäßig sympathisch, dass der Film damit beginnt, dass unsere beiden Helden, die am Ende des ersten Films zusammengekommen sind, noch weiter zusammen sind. Das ist nicht etwas, was man sehr häufig sieht in Sequels dieser Art. Normalerweise müsste der Film eigentlich damit anfangen, dass die beiden sich entlebt haben, weil sie eben aus Amerika kommt und er halt einfach den Busch nicht verlassen will. So, die Debatte haben wir ja. Ne? Aber die beiden sind halt weiterhin zusammen und sie wollen heiraten. Und das ist ja schon mal erstmal ein verhältnismäßig innovativer Einfall, dass sie ein Paar eben auch als Paar schreiben und sie eben auch im Laufe des Films eben nicht irgendwie sich trennen lassen, um am Ende wieder zusammenzufinden. Sondern die beiden sind ein Paar, sie bleiben ein Paar. Das finde ich erstmal nett. Ja, aber der Film hat auch einen Punkt raus ab Minute 1, dass eben Alan Quartermain nicht für das beschauliche Eheleben geschaffen ist, sondern eben Abenteurer ist. Er will raus, er will sich auch nicht schick anziehen, er muss raus. Und zum Glück stürzt er dann auch gleich hier sein ehemaliger Begleiter Dumont halbtot aufs Anwesen. Latrine, genau. Genau. Das ist richtig. Den hätte ich lieber noch mal gesehen. Ja, irgendwie schon. Aber ich musste ein paar Mal dran denken. Er ist zumindest nicht für das beschauliche Eheleben gedacht, was Jesse für ihn geplant hat. Und Jesse ja eigentlich auch nicht, weswegen sie dann da auf ihrer wilden Fahrt mit dem Jeep dann irgendwie ihren schicken Hut über die Klippe wirft, um dann halt wieder zurückzukehren, um mit ihm dann gemeinsam das Abenteuer da zu bestreiten. Ist dann relativ schnell auch abgehandelt, alles in allem. Ja, irgendwie zwischendurch gibt es noch ein paar rassistische Seitenhiebe auf Araber. Und dann letztendlich haben wir dann den edlen Wilden um Slopogast, der den Film rettet. Ja. Ich persönlich glaube, dass das größte Problem dieses Films, also mein persönlich größtes Problem, liegt darin, dass sie im Prinzip nur erkannte Abenteuerfilmtropen versuchen, irgendwie aneinander zu reihen. Ja, da ist alles drin. Da ist die wilde Flussfahrt drin, da sind irgendwelche unterirdischen, da hätte eigentlich nur ein Dinosaurier sein müssen, aber wir hatten ja diese komischen Magen. Da fehlt wahrscheinlich das Budget, ja, die Würmer, ja. Aber natürlich, die Träger sind eben auch alle feige und fallen dann irgendwo runter, genau wie es immer der Fall war. Und über die goldene Stadt werden wir sicherlich alleine reden müssen. Ne, aber und der Held erschießt einen ihn anspringenden Löwen mit zwei Schüssen. So, das ist Aneinanderreihung. Und es wird eben wiederum nicht reflektiert. Da ist nichts dabei, wo sie sagen, guck mal, das haben wir jetzt deswegen drin, also wie zum Beispiel Indiana Jones es macht. Ich meine, das ist ja letztendlich auch dasselbe in Grün, dass sie sagen, wir haben es als Kinder gemocht. Das war früher so in den Serial Matinees. Das wollen wir auch drin haben. Ja. Aber sie haben es eben gemacht, eben aus diesem End-70er, Anfang 80er Blick heraus. Das heißt, diese Sachen sind ja auch nicht völlig unbeleckt.
Ja, und wir hatten auch über Tempel des Todes gesprochen. Aber sie sind halt immer noch reflektierter als eben das, was hier passiert, weil es passiert hier einfach nur. Es ist wie ein Story-Reel. Einfach irgendwie die schönsten Szenen aus 50 Jahren Abenteuerfilmen zusammengeschnitten. Es ist dasselbe gehabt quasi. Eben ohne Sinn und Verstand und ohne Liebe fürs Detail, ohne eben drüber nachzudenken, was das bedeutet, auch für unsere Figuren, was das bedeutet im Jahr 1989 oder 87 vielmehr und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, das allergrößte Problem dieses Films. Würde ich dir vollumfänglich beiflechten, auf jeden Fall. Ich glaube, was mich jetzt im direkten Vergleich, und ich glaube, das ist der, sagen wir mal so, filmhistorisch naheliegendster Anknüpfungspunkt, was mich weniger an Temple of Doom stört als hier, ist eben, dass ich bei Temple of Doom schon das Gefühl habe, er ist klar ein bisschen reflektierter, er ist augenzwinkernder und ich habe auch das Gefühl, dass den Kulturen, denen sie da begegnen auf ihrer Reise durch Indien, dass es eben ein eben wie auch immer geartetes, aber funktionierendes Gesellschaftssystem ist, bei dem ich die das Gefühl habe, die begegnen eben Indy und seinen Gefährten nicht auf Augenhöhe. Da kann man jetzt irgendwie drüber abkotzen, wie rassistisch das ist im Sinne von, aha, das sind aber alles Bösewichte, das sind alle Schurken, bis auf die kleinen Kinder. Ja. Das ist auch okay, das ist auch eine völlig legitime Betrachtungsweise, aber ich habe nie das Gefühl, die gehen da hin und mir wird vermittelt, ach, die sind alle saudumm, die können ihre eigenen Schuhe nicht zusammenbinden und laufen vor die nächste Wand, wenn ihnen irgendwie keiner die Fackel hält. Wohingegen ich bei Alan Quatermain 2, also dem zweiten Alan Quatermain, in jeder Sekunde das Gefühl habe, egal wem der begegnet, außerhalb seiner Heimat, das sind alles dumme, wilde, ungebildete, denen er mal zeigen muss, hier, wo der Hammer hängt. Absolut. Und das hat mich eben irgendwann massiv gestört. Und Figuren, wenn sie dann eben eine, vielleicht nochmal eine Sprechrolle haben oder die Kamera länger als 10 Sekunden auf sie draufhält, die eben irgendeiner nicht englischsprachigen Kultur zugehörig ist, sind nur dafür da, umgebracht zu werden oder möglichst dramatisch zu sterben. Und das hat mich eben mehr und mehr und mehr gestört, bis ich dann ab irgendwann, als dann alle damit Gold übergossen wurden, was auch in meinen Augen ein spektakulärer, aber gleichermaßen dummer wie unnötig grausamer Tod ist für diese Art von Film, weil ich habe mich doch ein bisschen etwas leichterer Unterhaltung gesehen, als Menschen da qualvoll sterben zu sehen, mit Gold übergossen zu sehen. Es ist zu hardcore in der Hinsicht einfach. Ich hätte mir da einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit an irgendeiner Stelle gewünscht. Ich war dann, so irre das jetzt vielleicht auch klingt, fast schon dankbar für eine Figur wie Swarma, die eben hier gespielt wird von Robert Donner, Charakterdarsteller Robert Donner in Brownface, fast schon ein bisschen dankbar, dass er eben nicht dran glauben muss. Ja. So dümmlich er eben dargestellt wird. Wobei er hat ein paar gute Gags hier. Ich bin ein Mann des Gebets und nicht des Paddels, finde ich immer noch ganz süß, aber. Es hat mich sehr verärgert zurückgelassen. Aber du hast natürlich recht, die Setpieces sind gut. Die sind auch, es ist eine Aneinanderreihung von Setpieces und nicht viel mehr. Die sind aber, muss man auch sagen, hier und da ganz gelogen. Diese unterirdische Feuersäule ist ganz süß. Die Würmer und die Fledermäuse eben getrickst wie in alten Serials. Ich glaube auch ganz bewusst eher mittelmäßig getrickst, einfach vielleicht auch so als kleine Reminiszenz und eben die Stoffe, woher dieser Film eben rührt, alte Serials und alte Abenteuerromane, aber ja, dieser ätzende, herablassende Blick auf alles, was nicht britisch oder nicht amerikanisch ist, ist so. Natürlich, klar. Na, die vorhin erwähnten Araber auf dem Markt sind geifernde Lüstlinge. Ja, natürlich. Der quasi indische Swarma ist ein Feigling und ein Backstabber. Ja. Und die Schwarzen mit Ausnahmen von Slobogas sind Kanonenfutter. Ja. Oder abergläubische Schreihälse. Und eben auch körperlich sehr klein gewachsen. Ich meine, Richard Chamberlain ist ein großer Mann und dann stellen sie ihm jemand so wie diesen Kalut, diesen Häuptling gegenüber, der halt ihm kaum bis zur Brust reicht. Das ist einfach alte Klischeebelade Bilder, die ich eigentlich nicht sehen will. So. Natürlich, im Prinzip. Stichwort auf Augenhöhe begegnen, also nicht nur körperlich, sondern eben auch, also die Haltung betreffen, sondern eben auch körperlich. Ja, absolut. Ich möchte mal so sagen, also diese Punkte haben mir den Film nicht ganz, nicht so sehr verleidet wie dir, glaube ich, aber sie sind mir halt auch unangenehm aufgefallen durchaus und dachte so bei mir, ach, na gut, okay. Muss ich mich jetzt darauf einlassen, dass das jetzt auch nicht besser wird? Ich glaube, ich nehme dem Film halt einfach übler, dass er dann eben sowas macht, eben wie halt diese komische Falle da, die eben sehr Indiana Jonesige Falle mit den Speeren, aus der nichts passiert. Ja. Um dann halt da durch diesen Gang zu gehen, der dann auseinanderbricht, was irgendwie ganz hübsch aussieht, aber auch wiederum keinerlei Konsequenz hat. Meine bessere Hälfte saß daneben und sagte, das wirft jetzt gerade so circa 10 Fragen auf. Und dem mir, ja, das ist richtig.
weil sie sich eben auch nicht, weil sie sich eben auch nicht einigen können, sind denn eben, sind die denn jetzt eigentlich alles quasi zurückgebliebene Wilde oder ist das halt irgendwie eine technisch versierte Hochkultur, die auf die halt nur noch niemand gestoßen ist und oder wie sind eigentlich die anderen da durchgekommen und alles so Fragen halt, ne? Und der Film hat aber kein Interesse daran, sie zu beantworten, weil er eben aber auch gleichzeitig hat er kein Interesse daran, eben diese ganzen Sachen so mit dieser Werf halt irgendwie zu präsentieren, die das irgendwie spaßig machen würde, sondern es ist halt einfach nur, das war irgendwo anders, jetzt will ich es auch haben. Ja. Und das ist eben etwas, was mich halt viel, 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 viel mehr gestört hat. Und ich glaube, so die Kulminanz des Ganzen ist dann, wenn sie dann endlich mal irgendwann auf Henry Silver treffen, der mal wieder irgendwie na bestimmt 3 Drehtage hatte. Und ich dachte so bei mir, oh, Alter, du bist aber echt Perlen vor die Säue. Da hat es ja neulich in dem Film mit Belmondo mehr zu tun. Oder anspruchsvolleres zumindest. Weil ich hatte so das Gefühl, auf einmal sind wir dann in einem ganz billig gescheiterten Conan-Sequel. Ich dachte, es hat doch irgendwie nichts, aber auch gar nichts von all den Dingen, die wir irgendwie in der Stunde vorher gesehen haben, hat uns doch tatsächlich hierher geführt, zu sowas. Dann darf er ein bisschen rumkreischen und auf einmal gibt es halt noch eine riesengroße Schlacht mit Belagerung und das ist ja Helms Klapp. Vorher einen tollen Moment, finde ich, als er seine Untergebenen in dieses flüssige Gold taucht und diesen wahnsinnigen Blick auflegt. Oh ja, das ist schön. Ne? Da habe ich auch gedacht, okay, dafür haben sie dich engagiert. Ja, und genau. Und zu Recht, weil ja. Das macht er wirklich gut, ja. Ich bin dankbar wirklich dafür, dass Henry Silver und James Earl Jones, das sind aber auch so zwei klassische Darsteller, die tatsächlich in der Lage sind, Filme, ich möchte nicht sagen zu retten, aber immens aufzuwerten, auch wenn es ihnen anderweitig komplett an Qualität mangelt. Also sobald James Earl Jones oder Henry Silver hier was zu tun kriegen, und das ist ja auch nicht gut auf dem Papier, also alles, was die haben an Dialogen, an Handlungen, die sie hier vollführen, sind wirklich Bullshit. Die sind auch, das sind Non-Sequiturs, das ergibt alles hinten und vorne keinen Sinn. Aber allein nur, dass es mit dieser inbrunstigen Überzeugung tut, dass eben tolle Charakterköpfe wie die beiden eben schaffen, das bringt so viel. Also Richard Chamberlain weiß, die wissen schon, in welchem Film sie sind. Das weiß Richard Chamberlain auch, aber Richard Chamberlain entschließt sich, das alles auf einer Arschbank abzusetzen und alles immer irgendwie so müde in die Kamera zu lächeln, so von wegen, ach Gott, hoffentlich ist der Drehtag bald vorbei. Und Sharon Stone scheint überhaupt keine Ahnung zu haben, wo sie ist. Wobei ich die eben nicht wusste, scheitert, ist es im mangelnden Schauspieltalent zu dieser Zeit geschuldet oder hat sie einfach falsche Regieanweisungen bekommen, weil teilweise sind ihre Reaktionen so einfach falsch im Kontext der Szenen, in der sie sich gerade befindet, dass mich eben auch hier unterfragt, hat sie da die Regie komplett hängen lassen? Aber wie gesagt, James Earl Jones und Henry Silver haben nicht dieses Problem. Die Regieanweisungen waren, Sharon sei hübsch. Ja. Ich glaube, dafür macht sie noch relativ viel. Also ich hatte schon das Gefühl, dass Sharon Stone ein Interesse daran hatte, ihre Figur mit irgendetwas wie Leben zu füllen. Sie ist nicht, anders als Chamberlain, da gebe ich dir nämlich völlig recht. Ich glaube auch, dass er sich irgendwie ein bisschen darauf ausruht, dass er eben zumindest einen wahrgenommenen Charme hatte. Aber ich glaube schon, dass Sharon Stone eben wirklich versucht, eben wirklich alles rauszuholen, um sich da quasi irgendwie ins Gedächtnis zu spielen. Aber ja, es ist halt einfach, ich saß da aber auch wirklich echt erstaunt da und dachte so bei mir, wow, James Earl Jones ist ja auch für keinen Scheiß zu blöd. Ein Mann seines Formats, mit einem umgehängten toten Löwen eine überdimensionierte Axt wirbeln zu lassen, Halleluja. Aber er macht das eben auch mit einer Würde geradezu. Ja. Ich denke, Ich hätte gern ein Sequel nur mit ihm gesehen. Ein besseres. Bitte, ja, weil ihm dabei zuzugucken, ist eine Freude. Und dann ist es aber schon wieder fast ein bisschen traurig, dass er so wenig zu tun hat. Das stimmt schon. Und aber ich muss auch Sharon Stone ein bisschen in Schutz nehmen. Ihr wird viel auf die Schulter geladen, zumindest auch dieser Monolog zu Beginn, wo sie eben durch die Gegend fährt und sich quasi selber einreden muss, jetzt doch Alan Quatermain zu begleiten auf seinem Trip. Sie hat ja nichts zu tun. Sie hat einfach nur einen Fahrer neben sich, der stoisch da sitzt und sie doof anguckt. Und sie muss sich die ganze Zeit, sie muss sich in einem 2-3-minütigen Monolog quasi reinreden, sich doch mit auf diese Reise zu begeben, was
erzählerisch ganz, ganz schlecht ist und auch wiederum überhaupt nicht schlüssig, aber sie schafft es dann doch irgendwie, einem das glaubhaft zu verkaufen, dass Jesse irgendwann an diesem Punkt kommt, wo sie sagt, nein, Ellen, ich komme, ich komme doch mit. Und ich denke mir, ja, warum? In der Tat, in der Tat. Nee, es ist die Magie Hollywoods. Die Magie Hollywoods. Sehr schön. Ja, ja, ja. Vielleicht hat es ihnen nicht gut getan, den Film gleichzeitig zu produzieren. Ich weiß es nicht so genau. Ich finde eben auch, es ist nochmal, King Solomon's Mines wurde ja sehr, sehr häufig verfilmt tatsächlich und mal mehr, mal weniger akkurat, aber immer aus der jeweiligen Sicht, in welcher Zeit das praktisch entstanden ist. Hm. Ich glaube, es gibt auch, glaube ich, so eine Asylum-Fassung, mehr oder weniger. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas machen. Ich dachte, die machen nur aus Transformers sowas wie Transmorphers oder so. Ich glaube, vielleicht war es auch gar nicht Asylum, aber es gab irgendwie so wie Alan Quatermain und The Crystal Skull oder sowas. Ja, haben die definitiv auch gemacht. Ich meine, die haben auch unmittelbar nach Spielbergs War of the Worlds und eigenes War of the Worlds rausgegeben, weil eben Copyright abgelaufen und kannst es ja machen. Ne? Richtig, richtig. Ich glaube, das war Asylum, ja. Ja, ja, ich glaube auch, ja. Das bezog sich dann aber irgendwie auf den 50er-Film und so. Mm-hmm. Ja, ist egal. Jedenfalls, wie gesagt, also es gab halt viele Verfilmungen, alle sehr unterschiedlich. Ich finde halt so ein bisschen schade, dass eben, weil die beiden Filme mit Chamberlain sind ja nicht völlig unerfolgreich gewesen und dadurch, dass sie eben so wahnsinnig viel im Fernsehen gelaufen sind, sind sie eben auch relativ bekannt. Dass eben, dass das aber eben die quasi der definitorische Text, filmische Text ist, finde ich einigermaßen erschütternd. Ja? Spätestens nachdem sie eben ihn auch noch in der League of Extraordinary Gentlemen verwurstet haben, habe ich so ein bisschen den Verdacht, aus der Figur kannst du nichts mehr machen. Und das finde ich schade, weil ich glaube, da wäre noch eine ganze Menge drin und man könnte vermutlich wirklich eine Menge Zeugs machen, was eben auch aktuell ist und interessant und sich eben vielleicht so ein kleines bisschen auf Dinge bezieht, die uns heute beschäftigen und so. Und also aber es wird vermutlich keiner tun, weil Chamberlain in den 80ern das gegeben hat. Ich glaube auch, es ist verbrannt tatsächlich. Ich finde das auch tatsächlich sehr bedauerlich und gut, dass du es ansprichst, weil es gibt mir eben mit einigen fiktiven Figuren so in Hollywood und um Hollywood herum, von denen ich mir mittlerweile denke, schade eigentlich, dass sie so in so ranzigen Filmen gestrandet sind, dass heute kein Mensch mehr sagt, ich mache das jetzt aber nochmal in gut. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ein neuer Hellraiser-Film rauskommt, Hellraiser 11 oder 12 oder 14, dass ich mir denke, schade, also Pinhead als Figur ist so faszinierend, schade, dass er so verbrannt ist mittlerweile, dass ich glaube, ich keiner mehr traut zu sagen, jetzt machen wir aber nochmal einen richtig guten Hellraiser-Film. Weil es gab jetzt einfach 20 Jahre lang nur scheiß Hellraiser-Filme. Und Alan Quatermain ist nochmal ein bisschen andere Sachlage, aber ich glaube, ein vergleichbares Phänomen, wo viele Menschen einfach drauf gucken und sagen, ach, sind das nicht diese cheesy Filme aus den 80ern mit Richard Chamberlain? Ja gut, kannst ja nur besoffen ertragen. Und ich meine, so schlimm ist es nicht. Ich habe das jetzt auch nüchtern gesehen und ich habe mich auch einigermaßen gut amüsiert. Aber wollen wir noch über die Stadt reden? Über die Goldene? Und die können wir natürlich gerne machen. Ich weiß nicht, was ich zu ihnen sagen soll. Also es ist quasi, ist das ein indigenes Volk? Die blonden, blauäugigen, was sind die eigentlich? Das ist eine interessante Frage. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich meine, es ist halt so, Jesse darf ja ab und an mal was von Phöniziern reden und so. Ne? Aber es wird halt so ein bisschen die, nicht explizit, aber es wird halt so ein bisschen argumentiert, dass halt mehr oder weniger vor etlichen tausend Jahren so aus dem Mittelmeerraum, die quasi über Ägypten dann darunter nach, ja, wo auch immer das ist, also gedreht haben sie in Zimbabwe. Mehr oder weniger also Variation der Geschichte, die Dennis Hopper in True Romance erzählt. Ja, mehr oder weniger. So, auf jeden Fall. Und ja, sind die halt dann da und dann. Also ganz abgesehen davon, dass es halt tatsächlich diese Idee der verlorenen weißen Rasse, die gibt es tatsächlich durchaus in den Haggard-Büchern. So ist ja nicht. Ich glaube, das bezieht sich so ein bisschen auf auch die Legenden rund um Timbuktu. Timbuktu ist ja auch so ein bekannter Ort gewesen, der eben lange Zeit zumindest von den Europäern eben nicht wirklich gefunden wurde. Wo es da mittendrin liegt und mittlerweile weiß ja auch jeder, wo es ist, aber es ist eben nach
Deswegen sagt man halt irgendwie, wie, keine Ahnung, geh doch nach Timbuktu oder sonst wohin. Ja, das sagt man. Wo sagt man ja, das? Denn? Ja, okay. wo der Pfeffer wächst oder so. Oder halt weit weg oder wie auch immer. Aber es ist halt, ne? Ich glaube, also, ne, Atlantis, Timbuktu, diese ganzen Geschichten kommen da mehr oder weniger zusammen. Und das ist eben offenkundig einfach eine Gruppe von Leuten, die halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum sehr abgeschnitten von der Welt gelebt hat. So. Ne? Und aber eben sagenumwoben, weil, ne, wie auch Eldorado oder so, und die ganzen Geschichten. Also, ja, sehr klassisches Abenteuerthema. Ansonsten, so wie es präsentiert wird, hast ja vorhin Eloy gesagt, das ist auch Eloy, die sehen halt alle aus wie aus der Zeitmaschine. Ja. Und wirkt halt eben auch, es wirkt nicht überzeugend und es wirkt irgendwie ganz seltsam rassistisch. Und ich finde aber auch zum Beispiel, die Stadt an sich ist jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend dargestellt. Die erzählen halt die ganze Zeit von Straßen aus Gold, aber das Einzige, was wir sehen, ist diese Treppe. Ja, ja. Und so, und ja, aber wir verbringen halt sehr viel Zeit da und es passiert eigentlich relativ wenig. Dafür, dass sie eben auch diese beiden Königinnen reinbringen und einen Opferkult, von dem wir gar nichts mitbekommen, außer dass wir gesagt bekommen, er ist da. Absolut. Ich gebe dir jeden Punkt recht. Es strapaziert wirklich diese sprichwörtliche Suspension of Disbelief an dieser Szene. Und komischerweise habe ich bis zu diesem Punkt, wo sie bei der Goldenen Stadt ankommen und dann da reinschreiten, nie wirklich an der filmischen Realität oder Wahrhaftigkeit des Gezeigten gezweifelt. Ich dachte, das passt schon irgendwie. Klar sind die Fledermäuse und Würmer schlecht getrickst, aber das gehört auch in diese Art von Film, dachte ich mir. Und klar ist diese Fallgrube da, das ist irgendwie, da öffnen sie, da stehen ein paar, weiß nicht, Bühnenarbeiter da und kurbeln irgendwie und dann geht da der Boden auf und da haben wir so einen Grasteppich gelegt und es sieht alles so ein bisschen krude aus. Aber es ist okay in dieser Art von Film. Und dann kommen sie in diese Stadt und ich glaube einfach, es ist ein fundamentaler, konzeptioneller Missgriff, diese weißen Menschen, also nicht nur weiße Hautfarbe, sondern eben auch weiße Haarfarbe und alles ist weiß da und weiße Gewänder tragend, da reinzusetzen. Das ist einfach echt merkwürdig. Also ich war in dem Moment einfach raus, weil ich habe das mittlerweile, packe das eher so in den Kontext eines Horrorfilms mittlerweile. Also wenn ich sowas sehe, dann gruselt mich. Ich würde mich da komplett unwohl fühlen. Und wenn da noch also das sieht eben aus wie eine für mich bedrohlich anmutende Sekte. Und wenn dann eben auch noch mein lange verschollener Bruder ankommt und sagt, Ellen, ich gehöre jetzt zu Ihnen, dann würde ich mir wirklich Sorgen machen. Ich kam nie raus aus dieser Haltung, dass da jetzt irgendwie wirklich Gefahr von denen ausgeht. Aber Ellen und seine Gefährten, Jesse und Co., Swama, die nehmen das ja nicht so wahr, offensichtlich. Für die sind das ja alles tolle, weißhäutige, weißtragende, weißhaarige Menschen. Und ich saß immer da und dachte, Engel, engelsähnliche Geschöpfe. Und ich saß immer da und dachte mir, mit denen muss was nicht in Ordnung sein. Ja, es ist super creepy einfach. Aber gut, das ist einfach, vielleicht geht es da anderen Menschen anders. Es ist natürlich auch nicht völlig uninteressant, dass eben auch durchaus schwarze Menschen halt in dieser Stadt wohnen. Die auch in weißen Gewändern, wohlgemerkt. Natürlich. Aber dass die hünenhaften, muskulösen Schwarzen, die gehören alle zu der Wache oder Garde von Argon. Ist mir auch aufgefallen. Ja, der eine, der zum Beispiel Swarma da packt und reinschubst in den Gang, das ist auch so. Argon selber ist eben auch so eine komische Figur, weil ich krieg's jetzt nicht mehr ganz auf die Reihe, aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann, ich meine, der kommt ja nicht von da, sondern der kommt ja von woanders und war ein, was war der, ein Waffenhändler oder ein Slave Trader oder sowas in der Richtung? Also irgendwas grundsätzlich Unangenehmes, was aber durchaus, sagen wir mal, aus der uns bekannten oder zumindest allen bekannten Welt stammt. So, der kommt da hin und errichtet nun seinen Opferkult, weiß aber gar nichts über Dynamit beispielsweise. Er wird eben so präsentiert, als würde er seinen Scheiß halt selber glauben. Ja? Und ist halt ganz, ganz, ganz erschrocken, wenn Ellen dann eben da diesen Tisch in die Luft sprengt oder so. Und
Also, es ergibt keinen Sinn. Du sagst es jetzt gerade schon mehrfach, ich habe Fragen. Der Film lässt einen wirklich mit all diesen unbeantworteten Fragen zurück. Wie kann dieser Typ, der offensichtlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, aber ehemals erfolgreicher Sklaven- und Goldhändler war, in diese Stadt kommen, quasi die für sich einnehmen, die Königin, Schwesternkönigin Nulepta und Sorais, oder wie auch immer die heißen, bezirzen, ihm da irgendwie freie Hand zu lassen, das zu tun, was er will, nämlich die Einwohner der Stadt in Gold zu tauchen für seinen eigenen Zeitvertreib, Spaß, wie auch immer, für seine eigene Belustigung und für Tauschgeschäfte. Offenbar hat er das alles irgendwie zustande gebracht, ohne den geringsten Hauch von sichtbarer Intelligenz. Weil immer wenn wir ihn sehen, wirkt er komplett tumbe und hohl. Absolut. Und er hat da eben diesen Kult halt aufgebaut, aber immer die einzigen Menschen, weiß gewandet, die wir da sehen, rufen halt die ganze Zeit keine Opfer mehr. Ja. In ihrer quasi phönizischen Sprache oder was auch immer sein mag. Und ich denke so bei mir, die einzigen, die da irgendwie seine Macht halten, sind halt wieder seine Wachen und die eine der beiden Königinnen, die sich offenkundig nicht gegen ihre Schwester durchsetzen kann, die ihre Schwester unter ihrer Knute hat oder was auch immer. So, genau, und die gute blonde Schwester und die böse Schwester. Genau, die gute blonde. Ja. Genau. So. Da habe ich mich am Ende auch mal ein bisschen gefragt, find ich das jetzt einfach nur doof? Finde ich es fast schon drollig? Oder ist das irgendwie, ich weiß nicht, was ich damit anfangen sollte, wenn sie dann irgendwann auf dem zahnlosen, was auch immer das für einer ist, da sitzen die beiden runterfallen in die Goldgrube. Ich Stimmt, weiß, ja. Das ist so schwierig, ganz schwierige Sache. Ja. Aber wir hatten nicht die einzige schwierige Sache da, weil es funktioniert halt hinten und vorne nicht. Diese ganze Gesellschaft ist völlig absurd und der Film hat auch noch kein Interesse daran, zu gucken, wie das dann eben funktioniert, weil zwischenzeitlich, wie gesagt, wir haben halt diesen, sagen wir mal, eher europäisch aussehenden mit den Hörnern am Dunstkeeper und den mit ohne Zähne quasi. Mhm. Der versucht den Kopf durch den Tisch zu stecken und seine Mannen. Und dann haben wir aber eben hier den, was ist es, Kannibalen-Anführer mit 1000 Leuten, die ja da irgendwie Helms Klamm nachspielen. Und ich denke so bei mir, so ehrlicherweise von allem losgelöst scheint ja die goldene Stadt da nicht zu sein. Hm. Also nochmal, es funktioniert hinten und vorne nicht. Und ich habe so das Gefühl, sie hätten gut daran, wenn sie das hätten rausgelassen. Bin ich wieder an dem Punkt, an dem ich philosophiere über einen Film, den es nicht gibt, aber ich glaube, es wäre eine bessere Idee gewesen, wenn sie eben irgendwann zu dieser Stadt gekommen wären und die wäre einfach ausgestorben gewesen und die Teile der Party quasi hätten sich am Ende dann gegenseitig irgendwie zerfleischt, mehr oder weniger. Aber Swarma zum Beispiel schlägt sich ja auf die Seite von Argon, aber auch nicht mehr, weil er sowas Krötenhaftes hat. Mhm. Ja, und nicht, weil er, und natürlich Gier, aber er ist nicht grundlegend böse und am Ende ist er halt wieder auf der Seite von Quatermain und all das. Mhm. Und ich finde die auch alle voll in Ordnung und so. Es ist, wie gesagt, ich glaube, dieser ganze Teil am Ende mit der Stadt schlägt nicht gut zu Buche. Mir reicht es jetzt auch ehrlich gesagt bei dem Film. Ah, ja, ist in Ordnung. Voll Ich bin zwar aber nicht so böse, weil das tatsächlich eine so klischeebeladen gezeichnete Figur ist und auch in letzter Konsequenz, wie du es auch gerade beschrieben hast, harmlos. Seine Handlungen sind weitgehend inkonsequent für Alan, Jesse und Co. Insofern, dass eben das passiert, dass das, was passiert, sowieso passiert wäre, ob mit oder ohne ihm, dass es eben auch leicht ist, ihm zu verzeihen, zum einen, zum anderen ihn eben nicht als ganz so widerwärtige rassistische Karikatur wahrzunehmen, die er ist. Hilft vielleicht sogar das Brownface. Ich weiß nicht, ob ich es nicht vielleicht sogar noch als etwas unangenehmer empfunden hätte, wenn er wirklich von einem Menschen indischer Provenienz oder so gespielt worden wäre. Ich weiß es nicht. Ja. Also wenn, dann hätte er ihn vermutlich anders gespielt. Aber ich hoffe doch. Ja. Das hätte natürlich aber die Macher, also Canon-Films hätte das nicht zugelassen. Nein, vermutlich nicht. Um noch mal eine letzte Lanze zu brechen, mir ging tatsächlich jetzt noch zwei Tage ständig das Titelthema durch den Kopf. Ja.
das für den ersten Film geschrieben wurde und so, aber und ich glaube, alleine die Erinnerung an diese Musik verhilft es eben einfach dem Film oder der Filmreihe dazu, dass sie bei mir, glaube ich, auch immer noch sympathischer tatsächlich in Erinnerung bleibt, als sie ist, wenn ich sie sehe. Weil ich stelle fest, dass ich habe jetzt ganz schön rumgemäkelt, aber irgendwie bin ich der ganzen Sache auch nicht richtig böse. Es ist halt nur, ich glaube, ich wünschte einfach, dass es besser wäre. ich fühle das, doch, tatsächlich, ja. Und wie gesagt, schön, wenn das hier nicht der kanonisierte Al Quatermain-Text in Filmform wäre, sondern ein anderer, aber wer weiß, was da noch kommt, also. Sagt niemals nie und so weiter und so fort. Wir haben immer noch über einen anderen Sharon Stone-Film zu sprechen, über ein anderes Meisterwerk aus dem Jahre 1987, wobei ja streng genommen dieser Film hier, Quatermain 2, tatsächlich schon Ende 86 seine Premiere feierte in Deutschland, ich glaube, wo es zur Erstaufführung kam. Aber ein paar Monate später eben Cold Steel. Aber vor Cold Steel kommt Alina Fox. Ja. Daniel, ja. Wo kann man die denn finden? Die kann man natürlich finden auf alinafox.de. Ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, auch da ist deutlich spürbar, dass ich eben ein gewisses Fable habe für das Abenteuergenre und versuche ich eben auch immer wieder Sachen reinzubringen, die mich eben geprägt haben als Kind und so. Und ich versuche aber tatsächlich da ein bisschen reflektierter ranzugehen und sagen wir Dinge zu vermeiden, die wir heute besprochen haben zum Beispiel. Es macht die Sache aber hoffentlich nicht weniger spannend und unterhaltsam, weil ich mir eben auch immer sehr viel Mühe gebe mit meinen Geschichten und ab und an fasse ich die eben sogar zusammen. Ne? Beispielsweise in dem großartigen Sammelband, in dem fünf der ersten Geschichten drin sind plus 150 Seiten mehr Material. Da freue ich mich immer sehr, wenn Leute das nehmen, weil ich glaube, es ist ein guter Einstieg in die Welt meiner Comicreihe. Wenn man es aber eben tatsächlich auch lieber auf die Ohren mag, dann gibt es auch die Hörspiele. Da sind auch so ein paar Momente drin, die, sagen wir, vielleicht an alte Abenteuerfilme und Geschichten erinnern könnten. Und auf alinafox.de gibt es natürlich den passenden Shop. Ich schicke die Sachen alle höchstpersönlich raus und ich gebe auch immer noch gerne noch meine Unterschrift drauf und was zum Zeichnen dazu. Besucht alinafox.de und wenn ihr da noch ein paar Kröten übrig habt, unterstützt uns gerne bei Steady und Patreon. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es Zugriff auf unser gesamtes Archiv der ersten 4 Jahre. Es gibt regelmäßige Bonusfolgen, diesen Monat im April sogar 2. Es gibt nämlich eine Preview auf einen neuen Serienpodcast, den ich gestartet habe. Und dann noch natürlich den Bonusfilm mit Daniel und mir am Ende des Monats. Den gibt es jeden Monat und überhaupt ganz, ganz viele tolle Sachen, exklusive Previews und so weiter und so fort. Aber am allerwichtigsten, ihr unterstützt damit die unabhängige Filmkritik, die wir beide ausüben, Daniel Gramsch und meine Wenigkeit. So, und haltet damit die Türen des Bahnhofskinos offen. Und damit wir das tun können, besucht gerne Patreon und Steady und schmeißt das in den Klingelbeutel. Hilft uns bei unserer Planung und finanziellen Absicherung dieses Formats, denn das Ganze hier ist umsonst für euch, aber eben nicht kostenlos in der Produktion. Und dafür vielen Dank für die Unterstützung. Cold Steel aus dem Jahr 1987 haben wir gewählt wegen Sharon Stone und ich glaube wirklich tatsächlich auch aus keinem einzigen anderen Grund, weil der Film war einfach da und wir haben uns gedacht, was machen wir denn? Police Academy 4 ist doof. Vieles andere mit Sharon Stone haben wir schon gemacht und Cold Steel lag da einfach rum. Und wir dachten uns, warum nicht? Weil Adam Ant spielt mit, Jonathan Banks spielt ein paar coole Leute mit. Ja. Kann man sich mal geben. Der Dandy Highwayman, höchstpersönlich. Ja, großartig. Linde hat bei der UFDB eine Inhaltsangabe geschrieben und die einfach abkopiert oder kopiert von dvdpalace.de, wird ja als Quelle angegeben, alternativ, wie auch immer. Er oder sie schreibt, die Welt von LAPD-Detective Johnny Modine liegt in Scherben, als sein Vater brutal ermordet wird. Entschlossen für den Tod seines Vaters Vergeltung zu üben, riskiert Johnny seine Karriere und seinen gesunden Menschenverstand bei seinem verzweifelten Versuch, den Killer zur Strecke zu bringen. Sein Weg wird gesäumt von ein paar bekannten und ziemlich tödlichen Charakteren. Und Johnny findet ziemlich schnell heraus, dass der Mord durchaus kein Zufall war. Plötzlich bestimmt ein alter Bekannter mit Rachegedanken und eine verführerische Frau mit einer offenen Rechnung die Spielregeln eines explosiven und tödlichen Spiels gegenseitiger Zerstörung. Wow. Ja. Den Film hätte ich gern gesehen. Ich auch. So, lass uns mal 3 bis 5 Minuten über Cold Steel sprechen, bitte. Ja. Also erstens, ich glaube, der wird Modine ausgesprochen. Und zweitens, der Film hat ja schon mal an der Stelle ein Problem, wenn ich die Schauspieler nicht auseinanderhalten kann. Okay, ich habe an Matthew Modine gedacht, also den Schauspieler aus Full Metal Jacket. Ja, aber ich glaube,
Ich glaube, sie sagen aber tatsächlich ganz explizit Modine im oh, Film. Ja. Vielleicht ich habe die erste Gabe gelesen, da stand auch Modina, was ich auch ganz lustig fand. Johnny, Kathy, wie auch immer. Cookie heißt sein Partner. Code Modina. Ja, also sehr ernsthafterweise, wie hat, also so, ja. Ich hatte ein echtes Problem. Ich hatte ein Problem, halt Johnny und Cookie auseinanderzuhalten. Die sehen wirklich alle gleich aus. Das ist ganz, ganz schlimm. Es ist ganz, ganz übel. Cookie sagt relativ regelmäßig John oder Johnny, das hilft tatsächlich. Ein bisschen, aber ich hatte ja auch lange Zeit echt meine Schwierigkeiten rauszufinden, wer ist denn jetzt eigentlich die Figur, der wir folgen sollten? Mhm. Und wer ist jetzt eigentlich wo, bei wem, wessen Vater ist jetzt gerade dran, musste dran glauben und so weiter und so fort. Sowohl Jonathan Banks als auch Adam Ant sind halt, sagen wir mal, als Gegenspieler deutlich genug charakterisiert. Also, also Adam Ant natürlich einfach durch seinen Akzent und seinen Kleidungsstil und hier Iceman Jonathan Banks eben durch diese blecherne Stimme. Aber es ist, ja, es macht die Sache wirklich nicht einfach. Ich habe wirklich ganz, ganz lange versucht rauszufinden, was will dieser Film eigentlich von mir. Ich bin dann irgendwann auf den Schluss gekommen und dachte so bei mir, der will eigentlich gar nichts sein als nur etwas, eine etwas härtere Fassung einer x-beliebigen Hardcastle und McCormick-Folge. Ja, ja. Und stinkt sehr nach TV-Movie, ja. Und eben halt nach, also 80er wie nur was. Und das macht die Musik, die wie klingt wie Trey Parker. Und das machen eben die Autos, die sie fahren und die Stunts und all das, die teilweise sehr, sehr cool sind, muss ich mal ehrlich sagen. Ja, ja. Also das sind ein paar echte Schauwerte, finde ich schon ganz nett. Aber da sind eben auch wieder so Sachen dabei, wo ich irgendwie denke, warum jetzt? Was soll denn das? Ja. Und wie hat der Film hat eigentlich keine. Er hat nur diese eine einzige Stoßrichtung, die Rache von Iceman angeht. Alles andere ist irgendwie drin, aber es geht um nichts. Ja. Und das macht die Sache eben auch unglaublich anstrengend, wenn man versucht, einer Handlung zu folgen. Wenn man sich nur darauf einlässt und sagt, oh, mal gucken, wer jetzt wen jagt und ob was in Luft geht, reicht das völlig. Aber das sagt der Film dir ja vorher nicht. Der tut ja so, als würde er irgendwas ganz, ganz dringend Wichtiges erklären oder erzählen wollen. Mhm. Aber es kommt dann halt nie. Und das ist, ja, schwierig. Ich fand den Film tatsächlich auch schwierig. Ich glaube, weil er sich nicht so richtig entscheiden kann, was er sein will. Ich musste immer wieder an Zipperface denken, die wir vor ein paar Jahren gesprochen haben. Weil er tonal, immer wenn es zum Iceman geht, relativ nah dran ist. Da ist eben ein psychopathischer Killer. Und da ist der Film dann eben auch ein wirklich sehr generischer, sehr flach inszenierter Psychothriller. Die Regisseurin ist Dorothy Ann Puzo, sollte man zumindest mal name-droppen, auch wenn sie keine weitere große Karriere hat hiernach. Aber dann lässt er wieder ab von dieser Psychothriller-Tonalität und will einfach so ein Buddy-Cop-Action-Movie sein mit sinnlosen Stunts und coolen Sprüchen und irgendwie zwei Cops, die in der Kneipe abhängen und es ist unglaublich inkonsequent und selbst Minuten oder Sekunden, nachdem geliebte Menschen umgebracht werden, zum Beispiel der Vater unseres Protagonisten, sitzt da eben in der Kneipe und flirtet schon wieder mit irgendeiner Dame und mit Sharon Stone und betrinkt sich und macht irgendwie lockere Sprüche und überhaupt wird in einer Art und Weise angehimmelt von allen um ihn rum, von seinem Kollegen, vom Barpersonal, wo er immer abhängt. Also ich fand zu Beginn das wirklich toll mit dem hier, wo er als Evil Knievel bezeichnet wird und sein Kollege hier Cookie sagt, Evil Knievel jumped the train und dann sagt die Barfrau, I wish he would jump my train. Und ich dachte, was soll denn? Der Spruch ergibt nicht mal Sinn. Aber sowas kommt eben ständig, dass alle sagen, oh, Johnny ist so geil. Und das Problem, was ich dabei habe, ist einfach, Johnny ist überhaupt keine geile Type. Er bringt ständig Leute fahrlässig in Gefahr. Ja. Er ist ein Schovi, er ist ein Assi, er ist eine untreue Tomate, er ist auch kein guter Cop. Er ist gar nichts, er ist die totale Nulpe. Ja, absolut. Und ich mochte ihn nicht. Brad Davis heißt der Schauspieler. Richtig. Also nicht seine Schuld. Nicht, dass, nochmal, da er für mich nicht von Jay Acovoni oder so ähnlich als Cookie unterscheidbar war, konnte ich dazu immer relativ wenig sagen. Ich habe mir angelesen, dass er aber, also zum einen in Chariots of Fire war, der hier auch immer noch rumliegt, den will ich seit Wochen gucken, denn irgendwie, also, egal. Ja,
Ja, mach ich auch. Vielleicht erkenne ich ihn dann. Ja, wer weiß. Aber ansonsten ist er Anfang der 90er an HIV gestorben. Ja. Das sind so, glaube ich, die einzigen beiden Sachen, die mir dazu eingefallen sind, weil, sagen wir mal, weder seine schauspielerische Leistung noch seine Figur geben ehrlicherweise mehr her als sowas. Und das ist eben, ja, Gott, ich meine, ich soll jetzt 90 Minuten mit dieser Figur verbringen, wobei der Film mir aber am Anfang gar nicht sagt, dass ich mit ihm 90 Minuten verbringen soll. Das könnte auch Cookie sein. Mhm. Ja? Oder wie auch immer. Der Film ist einfach so, der zerfasert so. Es ist ganz, ganz, ganz seltsam in seiner, aber das hast du ja schon viel, viel besser gesagt, in seiner Erzählstruktur. Und auch einfach, wie er seine Geschichte erzählt. Ich meine, Adam Ant spielt sich irgendwie die Hackenwund, habe ich so das Gefühl. Jetzt hätte man ihm gesagt, so Adam, das ist deine einzige Chance als Schauspieler, was ja nicht stimmt. Aber jetzt mach was draus. Und er macht was draus. Es hilft im Übrigen nicht, dass er ein ganz kleines bisschen aussieht wie Billy Crystal in der Zeit, als er noch bei Soap war. Aber wie gesagt, ne, man sieht schon, welches Flair er halt irgendwie in diesen Film reinbringen soll. Und er gibt sich wirklich sämtliche Mühe, das eben auch zu machen, aber es hilft halt nichts. Und es hilft ihm auch nichts, dass wenn sie ihn dann zum Beispiel schnappen, da auf dieser Rennstrecke, was übrigens auch so eine 80er-Idee ist, ne, dass sie bei der Verfolgungsjagd dann auf einmal in so einem, bei so einem Rennen sind. Ja, kann man ein günstiger Stunts einfach ausführen. Ja, nochmal, die sehen auch gut aus. Aber dass dann eben aber diese Konfrontation eben auch so, das sieht halt aus wie, keine Ahnung, ich sag ja, Hardcastle, McCormick, Stingray, ja. Gott, wie sie alle hießen halt in der Zeit, Knight Rider und Zeug. Dann haben wir halt mit Sharon Stone, ihr werden halt dann ganz, ganz viele Dinge in den Mund gelegt, die halt das irgendwie emotional aufladen sollen. Und ich denke so bei mir, Moment mal kurz, der Film beginnt damit, dass der Vater des Protagonisten zerschnitten wird. Ja. Sollte das nicht die ganze Sache emotional aufladen? Mhm. Tut's aber nicht. Nein. Weil der ausschlaggebende Punkt ist, dass Johnny gerne mit Kathy in die Kiste steigen möchte und sie hat ein Problem und er will es lösen. Es wird auch, glaube ich, nach Minute 10 kein einziges Mal mehr erwähnt, dass eben Iceman, beziehungsweise im Auftrag von Iceman angeheuerte Killer, unter anderem eben Adam Ant, Johnnys Vater umgebracht haben. Es spielt einfach irgendwann keine Rolle mehr. Es ist reichlich merkwürdig. Genau, bis zur Schlusskonfrontation, wo dann irgendwie Isaac dann nochmal irgendwie Johnny sauer machen darf. Ja, und da ist der Film eben auch tatsächlich, ich glaube, ein massives strukturelles Problem, weil er dann eben Figuren reinschmeißt in die Handlung, die wir, ich glaube, deswegen hat man auch dieses alberne Bild zu Beginn des Films da vorangeschnitten, wo diese Frat Boys auf dieser Abschlussparty da zu sehen sind und dann einfach die Texttafel 5 Jahre später, dass wir irgendwie eine Art von Logik fühlen, auch wenn sie nicht da ist, die uns sagt, ach, es müsste uns kümmern, dass dass da irgendjemand gestorben ist, den wir den ganzen Film über nicht gesehen haben und für den es jetzt Rache zu üben gilt, nämlich eine Figur namens Eddie. Und die ist plötzlich da und wird den ganzen Film über nicht erwähnt. Und plötzlich ist es so, wieso musste Eddie damals sterben? Und ich, wie lange läuft der Film jetzt noch? 3 Minuten? Wer ist Eddie? Ups, vorbei. Ja, genau. When Eddie said he didn't like his teddy. Ja. Aber ungleich zu Alan Quatermain 2, ich nenne den ja immer so, der hat ja einen anderen Titel. Ja. Eigentlich kann ich diesem Film ja tatsächlich relativ wenig Vorwürfe machen, weil er ist eben genau das, was er, glaube ich, sein will. Er bietet ein paar solide Action-Szenen, er bietet einigermaßen kompetente schauspielerische Leistungen und ich wollte jetzt, indem ich Brad Davis' Namen so ein bisschen angewidert sagte, jetzt irgendwie auch seine Leistung nicht schmälern. Er macht das, was er macht, total ordentlich. Und ich habe ihn vor ein paar Wochen noch mal in Midnight Express gesehen, da spielt er auch die Hauptrolle. Er ist ein guter Schauspieler, wenn er gute Rollen kriegt. Aber hier macht er eben. Er war auch in Fassbinders Querelle. Er ist ein guter Schauspieler. Ohne Zweifel. Genauso wie Jonathan Banks und Sharon Stone es eben auch sind. Ich liebe Banks jetzt gerade. Ich mag auch Breaking Bad und Better Call Saul, wo er eine Hauptrolle spielt. Alles tipptopp Leute. Aber der Film ist einfach. Ich wünschte, er würde sich entscheiden für eine Gangart. Es würde den Film so viel besser machen. Und wenn es dann eben so ein Anti-Held-Cop, der einfach
ein Arschloch ist und so eine Art Wandlung durchlaufen muss und von einem abgefuckten Zyniker, Schrägstrich Alkoholiker zu einem besseren Menschen werden will, dann zeigt mir das doch auch, statt einfach die ganze Zeit so zu tun, als gäbe es das alles nicht. Er ist nur am Saufen, nur am Rumpimpern und Leute beleidigen und selbst wenn er irgendwie eine Flasche Schnaps holt, bringt da 100 Leute Lebensgefahr, weil er meint, Stunts irgendwie davon führen zu müssen auf öffentlichen Straßen. Es ist alles ganz furchtbar. Also ich weiß nicht, was das für ein Film sein soll. So was die Schauwerte betrifft, ist okay. Ja, ich glaube, man kriegt schon das, was man will. Gibt Action, gibt Morde, ist auch ein bisschen Blut dabei. Oh. Der Abgang des Bösewichts ist teilweise sehr unangenehm. Also, der Abgang. Das Messer im Hals von Isaac hätte ich so nicht gebraucht, glaube ich. Aber das war überraschend explizit. Damit habe ich auch nicht mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Ja. Aber sein Tod ist auch unnötig grausam, weil ich mir die ganze Zeit dachte, ja klar, der hat böse Sachen getan, aber ja. Er stirbt eben wie so ein Horrorfilm. Ja. Er stirbt eben wie ein Jason Voorhees oder ein Michael Myers. Ja, absolut, ja. Verbrannt und dann auch vom Hochhaus geworfen, ja. Nachdem man ihm sein Sprachgerät aus dem Hals gerissen hat. Ja, lecker. Auch, ja. Ja, also da habe ich so das Gefühl, ich meine, abgesehen davon, dass du recht hast, dass das da auch wiederum tonal nicht so richtig zu anderen Dingen passt, habe ich so das Gefühl, es ist ein bisschen, ja, too little too late. wenn dann auf einmal solchen Sachen um die Ecke kommen. Bis dahin bietet der Film aber durchaus, und das muss man wirklich ganz neidlos zugestehen, durchaus ein bisschen was zum Gucken. Ne? Mhm. Weil diese ganzen Autoverfolgungsjagden, ich bin kein großer Freund von Autoverfolgungsjagden, aber das hat schon durchaus was, wenn das Auto da eben irgendwie durch diesen Ansagerstand irgendwie brettert und der Ansager noch vorher rausspringt und so. Das sieht schon gut aus. Auch andere Momente, wo ich irgendwie denke, naja, also da haben sie schon eine Mark 50 irgendwie in die Hand genommen und das sieht man dann eben auch. Das mag eben auch durchaus einfach nur TV-Budget gewesen sein oder so, aber es waren zumindest keine Leute dran, die nicht wussten, was sie tun. Und sie haben eben auch, es wirkt fast so ein bisschen zynisch auf mich, dass sie irgendwie gesagt haben, naja, wir haben eigentlich nichts anderes zu bieten, aber das sieht gut aus, das können wir reinmachen, dann kommen die Leute auch. Was sie wohl offenkundig nicht hatten, weil der Film hat, glaube ich, 250.000 Dollar oder so eingespielt. Genau. Ja, also aber ich ertappte mich dabei beim Sehen, dass also meine Aufmerksamkeitsspanne schwank sehr, sehr stark. Beschäftigte mich mit anderen Dingen und dachte über Sachen nach und guckte mal irgendwie nach, was hat eigentlich Brett Davis gemacht und so. Mhm. Und dann hat mich der Film aber auch immer wieder zurückgeholt, gerade wenn es dann eben Wumms macht. Ne? Und dann dachte ich mir, oh, der Wumms war jetzt aber nett. Es interessiert mich nicht, wie es zu dem Wumms gekommen ist, aber das sah jetzt gut aus. War schon auch noch. Gut aussehen ist so eine Sache. Ich kann da nicht tatsächlich ganz mitgehen. Ich glaube schon, das Material war da, um da was Besseres rauszumachen, aber das Bessere wurde eben nicht draus gemacht. Also es sieht alles okay aus, es ist alles vollkommen okayisch inszeniert, aber ich glaube einfach, das hätte man in eine einigermaßen vernünftige Dramaturgie eingebettet, wirklich einfach besser präsentieren können. Ich habe mir das britische Videothekencover von diesem Film angeguckt und ich kann da nachvollziehen, als was der vermarktet wurde. Da ist Sharon Stone drauf abgebildet oder etwas, was Sharon Stone darstellen soll mit irgendwie riesigen Möpsen und offenem Dekolleté und Anthony LaPaglia, der spielt ja auch mit in seinem Spielfilmdebüt. Brad Davis hat eine riesen Knarre, die dreimal größer ist als sein Kopf in Richtung der gemutmaßten Kamera. Und ja, ich glaube, das ist dieser Film. Den guckst du dir abends an, du öffnest irgendwie die dritte Dose Faxe und hast einen lustigen Abend mit Freunden oder eben auch ohne. Aber das ist, ich weiß nicht, vielleicht fehlte mir das Faxe, ich weiß es auch nicht. Ich saß so davor und dachte mir, ich glaube, zu einer anderen Zeit in meinem Leben hätte das ganz gut funktioniert. So gucke ich immer nur drauf mit diesem leicht analytischen Blick, den ich immer auflege, wenn wir was für den Podcast besprechen. Und denke mir, nee, also Das passt einfach nicht. Was soll das Ganze? Warum brauche ich eine Nebenhandlung? Es gibt eine regelrechte Nebenhandlung, Subplot, um Cookie und seine Auseinandersetzung mit Getränkeautomaten. Ja. Was macht das in diesem Film? Der ballert mit seiner Dienstwaffe auf einen Cola-Automaten. Coca-Cola. Ja, auch das noch, ja. Es gibt eine Szene, die ich... Ich lasse den Film jetzt, glaube ich, 10-mal besser klingen, als er ist. Also hütet euch, seid gewarnt. Ja. Es gab eine Szene, die ich richtig, richtig, richtig gut fand und dachte so bei mir, oh, da geht es jetzt aber auch wirklich in eine gute Richtung, hoffentlich können sie das aufrechthalten. Und das ist die Szene, in der Iceman quasi im Heroinrausch ist. Ja,
Oh ja. Während Adam Ants Figur, ich habe seinen Namen leider komplett vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mickey heißt er, glaube ich. Nicht, dass es so ja, was so Sachen Mick, hat. Mick? Ja. Mick, Mickey? Blimey. Jedenfalls, der läuft halt da einfach im Prinzip durch dieses Loft. Mhm. Und packt Sachen und guckt immer mal wieder ob's Iceman irgendwie gut geht und die Kamera folgt ihm und es ist alles relativ still und so und also bei mir, das ist erstaunlich stimmungsvoll. Und ich finde das ganz cool. Und dann steht irgendwann Iceman halt auf und sagt so, jetzt wird's Zeit und dann sind sie halt bereit irgendwie für ihren nächsten Einbruch, der nur wohin führt. Aber dazu bei mir alleine diese zweiminütige Sequenz, die funktioniert richtig, richtig gut. Die nur für sich genommen oder in einem anderen Film oder was, das hatte schon was Tarantino-eskes in irgendeiner Form und ich mochte das. Ich mochte das wirklich sehr, sehr gerne. Cool, coole Idee, interessanter, also nochmal, führt auch nirgendwo hin, das wird nie wieder erwähnt, dass das Iceman da irgendwie ein Drogenproblem hat oder so oder whatever. Die Szene ging mir auch nicht durch den Kopf, weil sie eben wirklich sehr, sehr Ich habe sie als intensiv empfunden und dachte mir, das ist eine ganz andere Nummer als 98% des restlichen Films. Ja, ich gebe dir da auch recht tatsächlich und ich würde jetzt auch den Teufel tun und Cold Steel als wirklich schlecht oder misslungenen Film bezeichnen. Er tut genau das, was er will, denke ich. Er liefert, was er verspricht, er hält seine Versprechen ein. Um auch dem so ein bisschen etwas entgegenzusetzen, was ich über Sharon Stone gesagt habe oder gemutmaßt habe in Quatermain 2, sie ist eben keine schlechte Schauspielerin, sie macht ihre Sache schon gut, hat sie dann auch kurz darauf ja in Total Recall und Basic Instinct und sowas bewiesen, das dauert ja nicht mal so lange, bis sie wirklich die saftigen Rollen dann von Paul Verhoeven bekam. Sie macht ihre Sache hier auch überzeugend, also sie hat nicht viel zu tun, vor allem sind ihre Absichten auch eben lange Zeit unklar. Ich war froh, dass dann irgendwann auch die Handlungswendung kam, eine Handlungswendung zum Beispiel, bei die ich ganz glücklich war, dass sie eben von Iceman engagiert wurde, um eben Johnny abzuschleppen, weil ich dachte, bitte, bitte lass es jetzt nicht so sein, dass sie wirklich auf diesem besoffenen, abgefuckten Kopf steht. Also verkauf die nicht so unter Wert. Also ich bin neu in der Stadt, ich gehe mal in die schäbigste Kneipe überhaupt und greife mir dort einen abgefuckten Kopf, der irgendwie dessen Vater gerade umgebracht wurde. Ich war regelrecht dankbar, als dann der Moment kommt, wo es heißt, hier, sie hat ein zweites Gesicht. Ich fand das gut. Also und ich habe gerade Anthony LaPaglia kurz erwähnt, es gibt hübsche Momente in dem Film und vor allem auch viele Charakterköpfe, die es hier da in kleinen Rollen zu bewundern gibt. Da ist einiges zu sehen und langweilig wird er eben auch nicht. Und ja, Jonathan Banks ist immer toll. In allem, was er tut, ich wünschte eben nur, sie wären alle in einem besseren Film gestrandet tatsächlich. Ja. Also richtig, richtig schlecht im Sinne von, bitte lass es vorbeigehen, fand ich eigentlich nur die ganze Szene im Sushi-Restaurant. Weil die war wirklich, so ein Meet-Cute kann man ja nicht sagen, weil die haben sich ja schon gemeet-cutet in dem Moment, aber das war so quasi das Second Date. Und Brad Davis, also Johnny, mansplained Kathy, wie man Sushi am besten zu sich nimmt. Und das war so, und auch komplett inkonsequente Szene, eigentlich nur dafür da, damit er am Ende nochmal den Gag bringen kann. Ja. Hast du Bock auf Sushi, Baby? Ich hasse Sushi. Abspann. Ja, absolut. Der Cringe ist groß. Ja, aber auch sehr 80er, ne? Ja, Sushi, eklig, boah. Ja, aber auch Juppie-Essen Nummer 1, ne? Also. $25 bezahlen, das ist nicht allzu viel. Also ich glaube, bezahlt man immer noch so mehr oder weniger, inflationsbereinigt heute. Ist eine ziemliche Kaschemme, aber ich habe eben auch gedacht, mir ist genau derselbe Gedanke durch den Kopf gegangen. Vielleicht sind halt mal die USA und gerade die LA noch mal ein bisschen anders gepolt und die waren zwar ein bisschen voraus. Ich dachte, 87 Sushi irgendwo zu essen, ist doch eine relativ exklusive Sache, oder? Aber da, wo die sitzen, das sieht nicht exklusiv aus. Nein, überhaupt nicht. Und er ist ja auch öfter, also es geht vor dem Polizistengehalt anscheinend. Ach, fuck it. Es gibt doch eine Folterszene wie Lethal Weapon. Wobei, glaube ich, kein Rip-Off, also musst du da kurz an Mel Gibson da unterm Wassertropf hängen denken. Ja. Gibt's auch hier, bloß hier dauert es nur ungefähr 10 Sekunden. Ja, und ich musste für einen Moment an das Video von den Beastie Boys zu Sabotage denken, wenn der Polizeichef oder sein Captain oder was auch immer da irgendwie halb über den Tisch springt, um ihm zu sagen, dass er seine Marke und seine Pistole abgeben soll. Ja. Oh. Ja.
In der Tat. Aber du hast natürlich völlig recht. Der Film macht halt genau das, was er will. Er ist halt echt ganz, ganz klassische Videothekenkost. Ich habe mich so zwei, dreimal irgendwie gefragt beim Gucken, dachte so bei mir, hätte mir der gefallen damals? Ich glaube schon. Ich glaube, allein die Tatsache, dass ich ihn gesehen hätte und der, weiß ich, ab 16 gewesen wäre oder sowas. Ich glaube, das alleine wäre schon genug gewesen. Vielleicht hätte er auch genau meinen Nerv getroffen, ich weiß es nicht. Mir hätte der absolut gefallen, aber ich kann eben auch jetzt als knapp 43-jähriger Patrick im Jahr 2020 nicht aus meiner Haut. Wir leben in einer Zeit nach, viele Jahre, Jahrzehnte nach Rodney King, aber zwei Jahre nach George Floyd und Black Lives Matter. Und da stößt es eben ein bisschen unangenehm auf, wenn dann ein Cop, der einfach gerade gefrustet ist, wahllos durch L.A. fährt und Unschuldige verprügelt, weil er eben gerade scheiße drauf ist, weil sein Vater umgebracht wurde. Also es fühlt sich alles so ein bisschen kacke an da mittlerweile. Aber ganz auch genau, nur für eine Sekunde und dann ist auch wieder das Gefühl weg und da bin ich wieder voll drin im 80s Groove. Aber der Film ist auch so weiß. Ja, ja, unglaublich weiß. Dafür, dass es L.A. ist, ist der so weiß wie nur was. Ja, und in irgendeiner Szene. Und dann auch noch die britischen Killer. Ja, genau. Und dann an einer Stelle sagt er irgendwie some black guy. Weiß nicht, sieht man den überhaupt? Der eine Black Guy in L.A., ja. So. Ist mir auch aufgefallen, ja. Und dann auch noch, ja, dann auch noch die englischen hier Handlanger. Ich fand's auch, ich dachte, das ist, der Film war sowieso schon extrem weise, dann, als dann irgendwie halt Mick und seinen Kumpel noch, der auch Brite ist, glaube ich, reinstolpern und dann so, oi, matey, can you open the door for me? Dachte ich, was? Wie denn? Warum? Naja, immerhin nicht unangenehm rassistisch. Dadurch. Ja, ja, das waren dann mal wieder zwei Filme, ne? Ich glaube, ehrlich gesagt, ich war zu streng. Also ich glaube, ich war auf meine eigene Leistung blickend adäquat streng zu Quarterback 2. Ich sollte nicht ganz so streng zu Cold Steel sein, weil ganz ehrlich, ihn an heutiger Woke das zu messen, da kann einfach ein Film wie Cold Steel nur verlieren. Und für das, was er ist, ist es ja auch total okay. Ja, okay. Ja. Mag nicht schon wieder widersprechen. Ich wünschte halt, ich hätte ein bisschen mehr Spaß gehabt bei beiden Filmen heute Abend, aber das Gespräch war sehr nett. Ja, dafür werden wir das nächste Woche haben, mutmaßlich mal, weil ich beide Filme auch kenne, ungleich zu denen diese Woche. Also ja. Cold Steel kannte ich noch nicht, aber die beiden Filme, die wir das nächste Mal im Repertoire haben, kenne ich beide und die sind gut, glaube ich. Ja, also ich kenne einen von den beiden und den anderen kenne ich nur per, ich weiß nicht, Trailer oder Mini-Doku oder Ankündigung aus ganz, ganz frühen Zeiten, aber es wird mal wieder tierisch bei uns, wenn wir nämlich einmal reden über Mosquito aus dem Jahr, was, 94, glaube ich, war es. Ja, 94. Von Gary Jones ist der Regisseur. Auf meiner Blu-ray steht hinten drauf, von den Produzenten von The Blob, Prince of Darkness und They Live, comes a giant monster cult classic. Also. Das klingt ja schon mal gut. Genau. Und zum Zweiten sprechen wir über Die Fliege 2, das wenig geliebte Sequel zu David Cronenbergs Die Fliege Remake aus den Händen von Chris Wallace, der für die Effekte im ersten Teil zuständig war. Und an den habe ich nur allerwärmste Erinnerungen. Mit Eric Stoltz, ja, den wir ja auch sehr mögen. Genau. Ja. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Danke dir. War ein gutes Gespräch. Du hast ja recht. Ja. Immer gut, hier bei dir zu sein. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, bye, ciao. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.